Normalerweise pfeifen Spatzen von den Dächern. Diese Woche haben sich ein paar in die Charts verirrt. Sie kommen aus Kastelruth, denken, dass Liebe alles darf und zwitschern deshalb zünftig frech auf Platz 10. What a show. Ab fällt von der 7 auf die 9, aber Peter Gabriel ist schon beim nächsten Projekt. Er will zusammen mit Affen eine Platte machen. Gejammt hat er mit den Viechern schon und wie das Ding heißen soll, weiß er auch. Mit 23 Jahren ist Pink diese Woche die zweitjüngste Künstlerin in den deutschen Album-Top 10. Und dann steigt ihr Album Misunderstood auch noch von der 9 auf die 8. Saubere Aktion. Noch jünger ist nur Avril Lavigne. Die ist gerade erst 18 geworden. Und das, sagt sie, ist auch der Grund, warum sie zwar rebellisch, aber nicht dirty ist. Das kann ich auch noch sein, wenn ich 30 bin. Let Go steigt auf einen korrekten 7. Platz. Mark Knopfler hält sich auf der 6. Investitionen in The Ragpicker's Dream ist ja auch sicher kein Money for Nothing, sondern eher ein riester Rentenbeitrag für den Ex-Dire Straitler. Wann es soweit ist? So richtig viel hat sich bei den Plätzen 5 bis 2 zwar nicht getan, aber hindert uns das, jetzt den zweiten Schnelldurchlauf zu starten? Natürlich nicht. Bitteschön. Auch schon ein paar Jahre im Geschäft sind Bon Jovi. Nur, wenn die so richtig alt sind, wollen sie nicht so tun, als wären sie immer noch jung und dann revivalmäßig rumtouren wie die Stones. Wir warten ab. Bounce weiter auf der 5. Man macht's ganz anders wie Peter Maffay. Seine Tabaluga-Platte fällt zwar von der 3 auf die 4, aber darum geht's hier ja gar nicht. Sondern darum, dass sich erwachsene Männer wie Kinder fühlen können, sagt Peter. Ein Traummann. Der Traummann von Ali Schwarzer ist eine Mischung aus James Dean, Anthony Perkins und Elvis Presley. Weil alle drei tot sind? Egal. In einem Punkt stimmt Deutschland der Uemanze zu. Elvis 13 Number One Hits steigen von der 4 auf die 3. Ich weiß, wie man aus dem Auto steigt, ohne dass der Rock hochrutscht, sagt Mick Jagger. Naja, zumindest weiß er, wie man sich in den Charts hält, ohne dass der Rock abrutscht. Das Stones Best of 40 Licks hält sich nämlich auf Platz 2.